Hey Freunde, willkommen zum neuen Unboxing. Wir haben eine kleine Bestellung von Pyroland. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, 100 irgendwas Euro. Ein bisschen was über 100 Euro. Meine große Bestellung ist noch nicht da. Die kommt dann später nochmal irgendwann online. Deswegen packen wir jetzt erstmal die kleine Nachbestellung aus. Die ist nämlich zuerst da gewesen. Also ich packe die Kamera so hin, damit ihr aufs Paket drauf gucken könnt. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum Unboxing. So Freunde, ihr könnt alles sehen und dann machen wir aber gemeinsam das Paket auf. So. Schön verpackt. Wie man es gewohnt ist von Pyroland. So. Dann haben wir eine Menge Müll. Müll. So viel Verpackung, es geht alles ins Geld, sage ich euch. So, könnt ihr was sehen? Ja, ein bisschen könnt ihr sehen. Ne? So, die Bestellung habe ich im Grunde genommen nur gemacht wegen den Schinken, weil ich noch ein kleines Projekt vorhabe. Und alle anderen Sachen sind so noch dazugekommen. Schauen gleich mal rein, wer das Paket gepackt hat. Das war die Lea. Liebe Grüße an Lea fürs Packen, danke dir. Wir haben wieder Sticker von Pyroland. Und gratis Geschenk natürlich wieder die Wunderkerzen von Xplod. So, Attacke. Wir haben hier, haben wir das einmal bestellt? Ich denke mal ja. Transformers-Fontänen von Leslie. Hatte ich noch nicht gehabt. Wollen wir mal testen. Ja, kann man nichts weiter zu sagen. Dreimal die Panda Fire hatte ich mir bestellt, weil ich finde die wirklich schön. Die hat halt, wie gesagt, diesen pfeifenden Wirbeleffekt. Und Finale ist auch noch dabei. Ja, für 10 Euro finde ich das eine Top-Batterie, kann ich euch jetzt schon sagen. Die werden wir dann auch zum Silvester 0 Uhr Feuerwerk schießen. Wie gesagt, dreimal. Ich werde es auch noch mal einmal extra abfüllen für euch. Dann haben wir hier noch eine Garden Surprise von Gao. War relativ günstig und dachte mir, nimmst du einfach mal mit. Kenne ich nämlich noch nicht. So, wir haben hier noch Matten drinne, Knallmatten, und zwar die von Vulkan Fireworks, die Mandarin Quicker 90 Schuss, eigentlich viermal bestellt. Ich denke mal, irgendwo wird noch eine rumliegen, oder auch nicht, das wäre schade. Jetzt haben wir drei, ich muss mal auf den Lieferschein dann gucken, ob wir bloß drei oder vier bestellt haben, aber ich weiß ganz genau, eigentlich müssten es vier sein. So, dann haben wir hier noch die Minetech. Auch von Vulcan Fireworks. Ich habe die auf dem Video gesehen und muss sagen, die sind echt geil. Wenn die so sind wie auf dem Video, dann könnt ihr euch freuen. Das ist nämlich wirklich schön. Wir haben zweimal die Storm von Xplod. Das sind, ich glaube, Dreifachverwandlungen. Brummkreisel, auf jeden Fall bunt. Und Crackling, glaube ich. Das weiß ich auf jeden Fall. So, wir haben die Cobra P1 Böller. Ziemlich leicht, muss ich mal sagen. Haben wir mal schnell ein Cuttermesser. Ich will mal reingucken kurz. So. Ja. Schauen wir uns mal den Reibkopf schnell an. Oh, wunderbar. Toller Reibkopf. Ja, bis jetzt bei beiden. Okay. Gut, freuen wir uns auf den Test an Silvester auf jeden Fall. Ah, wie gesagt, zweimal das Ganze. So, wir haben vier Leslie China Böller D Schinken. Denke mal, dazu braucht man nichts sagen. Billig Böller. Wie gesagt, ich habe ein kleines Projekt damit vor. Wie gesagt, viermal, die lasse ich jetzt hier mal drin. 1, 2, 3 und 4. Und als letzter Artikel haben wir noch die Star Trade Rocket Party Raketen. Kleines Raketenset für wenig Geld. Testen wir einfach mal weg. Und ja, dann war es auch wieder mit dem Paket. Und dann wollte ich mal sagen, ich bedanke mich, Freunde, fürs Zusehen. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.